lieber Herr Professor Büttner, in den USA und Großbritannien ist die Patientinnenbeteiligung an klinischen Studien bereits seit langer Zeit Standard. Wie ist die Situation in Deutschland? Ja, Sie haben das angesprochen. Wir sind da in Deutschland in der Entwicklung hinterher, aber haben jetzt durch die Entwicklung NCT, Aufbau der onkologischen Spitzenzentren, große Fortschritte gemacht. In allen diesen Strukturen sind Patienten nicht nur als Teilnehmer in Studien eingebaut, sondern wirklich als Partner, die Ansprechpartner auch sind in der klinischen Forschung. Woran liegt es denn, dass Deutschland da ein bisschen hinterherhängt hinter den angelsächsischen Ländern? Ich glaube, es ist erstens eine Mentalitätsfrage in unserer allgemeinen Struktur für klinische Forschung. Da waren Länder wie Amerika zum Beispiel uns voraus. Wir haben da auch kräftig aufgeholt, denke ich. Und zweitens brauchen wir auch eine genügend große Gruppe an Patienten, die von ihrem Wissensstand, von ihrem Ausbildungsstand und von ihrer Bereitschaft, sich zu beteiligen, Partner in der Forschung sind. Also das bedeutet ja auch, ich muss wissen, was sind die kritischen Endpunkte einer Studie, wie ist eine Studie aufgebaut, muss ein bisschen Kenntnis über Statistik haben, über die Inhalte. Da hatten wir Nachholbedarf. Sie haben das NCT erwähnt als gutes Beispiel für Patientinnenbeteiligung und haben auch ein paar Beispiele genannt. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer ausführen, wie Patienten dort eingebunden sind am erweiterten NCT? Ja, es gibt ja den NCT-Beirat und es gibt dort ein Auswahlgremium. Das NCT selber soll ja als Struktur vor allen Dingen klinische Studien, innovative Therapien oder innovative Diagnostikansätze voranbringen. Und in den Gremien, die diese Studien bewerten und sagen, jawohl, das ist eine spannende, innovative Studie, die wollen wir tatsächlich auch fördern, sind Patienten gleichberechtigt als Gutachter, als Entscheider mit dabei. Nun könnten ja auch an anderen Kliniken Patientinnen mehr beteiligt werden. Was würden Sie denn Kolleginnen empfehlen, die gerne die Patientin mehr einbinden würden in ihre Klinik? Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Patientenbeteiligung. Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel nennen. Wir müssen in der Lungenkrebslandschaft mehr Wissen schaffen und mehr Bereitschaft schaffen, sie aktiv in Studien zu geben. Das erfordert natürlich auch eine Bereitschaft des zu behandelnden Patienten. Und hier gibt es Einrichtungen wie zum Beispiel den Verein Zielgenau, die innerhalb ihrer Patient Community die Bedeutung und den Wert von klinischen Studien darstellen, das transportieren, informativ transportieren und damit die Studien erleichtern, beschleunigen. Denn für den einzelnen betroffenen Patienten ist eine Studie immer eine Chance, eine noch nicht zugelassene moderne Therapie zu bekommen. Im Symposium wurde auch erwähnt, dass Sie ganz persönlich lange von dem positiven Wert der Patientinnenbeteiligung überzeugt sind. Welche positiven Erfahrungen haben Sie denn gemacht über die Jahre? Naja, bei mir ist das auch gewachsen mit Patienten und Patientinnen, die ich selber kennengelernt habe, wo ich persönlich sogar die Diagnose Lungenkrebs gestellt habe, wo ich beobachten konnte, dass die sich mental wieder hochrappeln aus dieser Schockdiagnose, sich damit auseinandersetzen, was ist Krebs für eine Erkrankung, warum habe ich Krebs und wie diagnostiziere und behandle ich optimal die Krebserkrankung. Das ist dieser Verein Zielgenau, ich will jetzt keine einzelnen Namen nennen, aber da sind so viele hervorragend ausgebildete Köpfe auf der Patientenseite da, die dafür werben, dass Lungenkrebs als Forschungsgegenstand vorangebracht wird und verbessert wird. Das hätten wir so nicht hingekriegt, ohne diese Patienten und Patientinnen. Jetzt hier beim DKK sind Patientinnen auch so stark eingebunden wie wahrscheinlich noch nie bei einem DKK. Welches Feedback bekommen Sie denn von den Patientinnen, aber auch von Ihren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen? Ich glaube, man muss zwei Dinge hier trennen. Wir haben uns auf der einen Seite bemüht, in alle wichtigen Sitzungen einen Vortrag einzubauen, der von Patienten selber getragen wird. Ich will ein Beispiel nennen, jetzt in der Plenarsitzung zu Brustkrebs und neuen Therapien bei Brustkrebs wird auch Frau Olms über die als ehemalige Brustkrebspatientin
über die Patientensicht vortragen und über ihre Forschungsinitiativen mit dem Verein PAS das eingebaut. Ich glaube, das ist, wenn man so will, gelöst. Wir haben das Stadium, wo wir sagen, wir reden über Patienten, aber nicht mit Patienten, und Patienten sind nicht gleichzeitig Referentin. Das haben wir überwunden. Was stärker von Seiten, was ich wahrnehme, noch gewünscht wird, ist, dass einfach Patienten Zugang zum Krebskongress bekommen. Das bedarf einer sorgfältigen Analyse und Planung, weil es gibt auch sowas wie Heilmittelwerbegesetz, was da Grenzen setzt, wie Pharma direkt mit Patienten sprechen kann. Und das ist eine der Aufgaben, die wir jetzt im Nachgang zu diesem Kongress haben, um es betroffenen Patienten zu erleichtern, einen freieren Zugang zu dem Kongress und zu den Themen zu bekommen. Sagen wir mal, Sie haben ein Kind mit einem Sarkom. Dann sind Sie plötzlich super interessiert, alle wissenschaftlichen, klinischen Daten zu erfahren zu diesem Sarkom-Typ. Und das ist ein berechtigtes Interesse, muss man besser noch kanalisieren und umsetzen. Und bekommen Sie auch Feedback von Ärztinnen und Ärzten zur stärkeren Patientenbeteiligung an Symposien? Also da habe ich ein extrem positives Feedback, weil plötzlich die Ärzte auch erkennen, die Patienten haben ja was zu sagen, auch inhaltlich. Es sind jetzt nicht nur Betroffene, die für ihre Interessen kämpfen, sondern die wollen thematisch, inhaltlich zur Krebsforschung, zu Studien, wie das umgesetzt wird, was beitragen. Und das wird, glaube ich, extrem positiv wahrgenommen, was ich so als Feedback an Gesprächen von der S-Bahn bis zum Kongress hier wahrnehme. Sehr schön. Ganz kurz und knapp, was ist denn Ihr Fazit als Kongresspräsident vom DKK 2024? Mein Fazit ist, glaube ich, kann man so sagen, wir sind in der Krebsmedizin ganz generell, Onkologie mit allen Facetten, Diagnostik, Therapie, Patientenbeteiligung, in einem Prozess, auf einem Weg. Wir sind noch nicht am Ziel, aber ich glaube, der Riesentross Deutscher Krebskongress bewegt sich in die richtige Richtung und versucht, ein integratives Dach zu bilden, wo es zu einem Informationsaustausch, auch zu einem persönlichen Kennenlernen zwischen internationalen, herausragenden Onkologen, Patienten, deutschen Onkologen, Nachwuchs kommt. Ich habe das auch in meiner Eröffnungssprache gesagt, ich bin komplett beeindruckt, wie aktiv und wie hochqualitativ sich der deutsche Nachwuchs, das junge Forum, die jungen Onkologen sich hier eingebracht haben. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie die nächste Generation agieren wird in Zukunft. Vielen Dank für das Interview und in diesem Sinne noch einen guten Kongress. Ja, danke Ihnen.